Ja, hallihallo, Hallöchen. Ich habe mir gedacht, mal wieder ein Flash-Game rauszuhauen, so gerade wo ich Zeit habe und God Assassin's Loaded hier mal gleich anfangen. Es ist ein Adventure-Game. Und lassen wir uns überraschen. New Game auf jeden Fall. Bin mal gespannt, was mich hier erwartet. Ja, wir werden da sehr pink gehalten auf jeden Fall. Es ist eine Story über uns und was für ein großes, böses Stück Scheiße ich bin. Ja, ich. Ja, du, Razor. Du hast deinen Namen eingegeben, richtig? Es ist total lame, wenn du als Player gehst. Ja, vielleicht ist es nicht dein Fehler, dass du als Sünder geboren wurdest, bei irgendwelchen gesellschaftlichen Standards. Ja, jeder hat irgendwas Böses an sich. Ja, jetzt mit ein paar Fragen und so weiter, lass uns da durchgehen. Tamaraiser, hast du jemals jemanden ermordet? Das ist jetzt so ein Spiel, was geht das jetzt auch Richtung, na, Fliege und Co. Ich sag mal nein, weil ich mal davon ausgehe, dass es ein Mensch gemeint ist. No. Ja, vielleicht würdest du niemanden umbringen und so weiter. Was nochmal? Okay, gut, aber would you okay to report with, wenn fünf Leute auf der anderen Seite von der Welt einfach sterben würden und dafür kriegst du 100 Jahre zu einer Lebensspanne? Und egal zu welcher Lebenszeit, also sozusagen meinetwegen, wir könnten während der Schulzeit sozusagen 100 Jahre länger leben. Okay. Ja. Ja, böse. Es ist in Ordnung, böse zu sein. Ja, jeder ist so ein bisschen böse. Nein, so meine Antwort gerade mal so. Ich meine, klar, andere Leben sind wichtig und so, man sollte sich lieber andere Leben stellen. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir nur einmal leben, ne? Klar muss ich das doch ausnutzen. Aber als Vampir würde ich mich doch nicht da ausgeben. Ja, jeder ist so ein bisschen, wie du jetzt hast, ich bin nur ein bisschen mehr böse. Die Story ist so circa 2020. Okay. Und diese Geschichte wird einen großen Impact auf das Universum, auf die Menschlichkeit und Gott selbst haben. Vielleicht wird es, vielleicht auch nicht. Das kommt auf mich an, okay. Ich soll meine Option weise tätigen, natürlich. Ja, ich soll die Wahrheit hinter dem Universum, ne? Ja. Ja. Was bedeuten all diese ganzen Meinungen und so weiter? Ich gehe mal hier. Ja, ist das jetzt so ein Text-Adventure, echt? Es gibt 25 Endings, okay. Also die Zukunft ist mit ganz viel technologischen Erfindungen und so weiter. Aber wir können immer noch nicht unser Bewusstsein auf Facebook hochladen. Aber eine neue Erfindung ist da und die ist echt beliebt. The iDream.
Man kann seine eigenen Träume aufzeichnen, um sie später wieder zu gucken. Ja, natürlich ist das von großem Interesse für mich. Okay. Ich lese das immer kurz und dann so fasse ich das so ein bisschen zusammen für diejenigen, die kein Englisch können. Aber nicht so gut. Ja, das ist halt alles komplett ausverkauft und die Leute warten nur darauf, dass das alles rauskommt. Das große. Okay. Okay, bevor ich jemanden, einen Employee, einen Kunden ist es, glaube ich, ein Mann taucht auf. Okay. Stan. Ach, oh, den Besitzer, okay. Okay. Ich brauche ein iDream. Ja. Wir gucken nach einem iDream und so weiter. Er fragt halt, und ob wir eine Reservierung dafür haben. Ja, also ich habe halt geglaubt, das wäre so typisch ich so. Ich würde mal extra einkriegen. Ja, glauben. Der Typi ist mir nicht ganz koscher. Er hebt seine Augenbrauen. Ja, glauben kann sehr, ja, täuschend sein. Du musst sicher sein, wo es dich hinbringt. Aber egal. Wir haben alle ausverkauft. Ja, er weiß nicht, was wir denken. Hier einfach an Lounge Day, ohne eine Reservierung zu kommen. Er hat vielleicht etwas anderes hinten. Wir sollen für einen Moment warten. Okay. Er geht weg, kommt wieder und ein Dreamcatcher, ein Traumfänger. Komplett neu. Okay. Das nehmen wir mal, ne? Nehmen wir einfach mal. Wir nehmen den an, den Dreamcatcher. In Ordnung, das ist ganz interessant. Okay, okay, also wir geben halt das zum Kassierer, das Gerät. Und die Kassiererin meint, es ist total komisch, sie hat das Gerät noch nie gesehen, das Modell. Und dass Stan das geholt hat, erklären wir ihr. Und vermutlich weiß gar nicht, wer Stan ist. Und sie fragt, ob das dieser Satan-mäßige Typi war. Ja, ja, irgendwie, ne? Kostet $5. In Ordnung. Und ja, sie scheint irgendwo darüber nachzudenken. Ja, sie zahlen die $5, fahren zurück, schließen den Dreamcatcher an. Und ja, die Software-Lizenz Agreement potch ab. Ja, sie haben es immer noch in der Zukunft. Tut mir leid. Du hast deine erste kritische Entscheidung erreicht. Das ist. Lesen wir jetzt die Terms, die Regelung, oder akzeptieren wir ohne es zu lesen? Kennt ihr das, wenn ihr was installiert und ihr lest euch niemals die AGB oder sonstige Dinge durch? Ich gehe jetzt einfach wirklich mal davon aus, dass ich das bin, und auch wenn es uns im Nachhinein wirklich ärgert, wir lesen es nicht.
ja, da kann nichts Richtiges sein und alles. Akzeptieren ist halt einfach, um das zu lesen, ne? Der Rest der Installation geht schnell und ja. Und eine Nachricht erreicht. Installation komplett. Bitte schließt das Kopfhörer an und so weiter. Und bitte, ja, während des nächsten Schlafzyklus und beginn deinen Aufnahmeprozess. Ist echt sehr interessant, das Spiel. Ich hoffe, ich kann das für euch so vom Englisch her schnell genug übersetzen. Für diejenigen, die es eh können, ist das ja egal. Ist halt immer ganz schwer, so ein bisschen so, es ist besser, immer so ungefähr zu übersetzen. Ja, der Rest des Tages ist total uninteressant. Ja, und als wir halt fertig sind, irgendwelche Flash-Games zu spielen und Co., machen wir halt den Dreamcatcher innerhalb des rein, Kopfhörer und alles und fangen an zu schlafen. 8 Stunden später wachen wir auch. Ja, also mich würde es halt direkt interessieren, das ist ja neu und man mag es ausprobieren. Wir checken direkt unseren Traum. Und ja, wir gucken und gucken es nach wie vor. 5 Träume, wow, ist cool. Okay, der erste ist so relativ verschwommen, wir sitzen halt, also der erste Traum, und wir sitzen halt im Klassenraum sozusagen und haben neben einem Test, für den man niemals was gelernt hat, und wir paniken und so weiter, vor allem nachdem wir merken, dass wir nur in unserer Unterwäsche sind, wir verlassen den Raum und wollen wegfahren, aber die Bremsen in unserem Auto funktionieren nicht und unsere Zähne fallen aus. Das ist ein unglaublich erotischer Traum. Der zweite Traum ist auch mit Static. Ich weiß nicht, was Static heißt. Ich guck's kurz mal nach, einen Moment. Ja, die beschreiben das mit statisch. Entschuldigung, ich bin wieder da. Also, aber so Ruhe stehen. Also, ich fände halt statisch, habe ich mir gedacht, aber. Ich fand es ein komisches, also mehr so wie Ruhe feststehen und so. Wir sind auf der Couch, gucken ein bisschen die Abendnachrichten und wir schlafen so ein bisschen dösen in dem Traum. Wir sind im Traum des Traumes, also im Traum träumen wir. Und die Nachmittagsshow verwandelt sich da in eine Abendshow. In Film Inception und dann spielen wir das Spiel später, okay? Nach ein paar Minuten kommt der dritte Traum endlich und im Gegensatz zu den anderen ist die Auflösung sehr klar und er ist nicht nur ein paar Minuten lang, das Display zeigt, dass er Stunden läuft. Wir drücken schnell vorwärts und skippen ganz viel, um so einen ungefähren Überblick davon zu finden. Es ist ungefähr so ein Teil von futuristischen Kampf, also zukünftigen Kampfraumschiff, Space Battle, ja, Kampf. Ich bin der Commander und ja. Und koordinieren die halt die Flotte. Der vierte Traum ist auch relativ klar. Ich bin wieder Armeen am Lenken. Okay, und jetzt ist aber die Zeitspanne mehr so nicht Mittelalter, sondern so Steinzeit. Dann gehen wir wieder auf Fast Forward und ein paar Stunden. Und, irgendwelche Leute fallen halt unserem Schwert zum Opfer. Der fünfte Traum ist auch sehr, sehr klar in der Auflösung, aber nur ein paar Sekunden lang. Wir sind im Mittelalter, eine
gebrochene Flasche, eine Frau. Wir schlagen sie mitten ins Gesicht, ins Auge. Sie will wegkommen, aber ich halte sie zurück. Sie kommt davon, öffnet eine große Tür, Ratten kommen raus, Tausende und Tausende von dem. Sie rennen auf die Straße. Aber wir haben keine Erinnerung von den letzten drei Träumen. Aber je mehr du darüber diese Bilder nachdenkst, desto mehr wirken sie dir familiär. Also nah. Ja. Ach komm. Gehen wir jetzt, das heißt ja Dreamcatcher, Dreamfänger. Können wir davon ausgehen, dass das vielleicht andere Träume einfängt? Das habe ich schon mal vorher drüber nachgedacht. Ich habe eigentlich gedacht, dass das so ein Gerät dafür ist. Sind wir mal ein bisschen skeptisch einfach. Ja, die letzten drei Träume sind auf jeden Fall nicht deine. Es scheint auch nicht, als wären wir das in den Traum. Es ist wie jemand anderes. Aber du hast eine komische Verbindung zu den drei Individuen in den letzten drei Träumen. Haben eine ganz enge Verbindung irgendwie mit denen, spüren die zumindest. Nachdem wir darüber reflektiert haben für einen Moment, hören wir ein Klopfen an der Tür. Und wir gehen hin, anschauen und die Final Note schlägt. Okay, wir finden eine Note. Hallo Razor, lange nicht mehr gesehen. Erinnerst du dich an mich? Es hat länger gedauert als sonst, um den ganzen Sachen herauszufinden. Ich habe es nicht geschafft, dich zu finden in diesem Leben, bis ich gemerkt habe, deine Dream Record, also deine Traumaufzeichnungen gemerkt habe in den Internet-Tubes, okay? Und ja, nur Träume von vorherigen Leben haben so große, enorme Größen. Ja, wie konnte so ein kleines iDream all das überhaupt aufzeichnen und speichern? Hat Stan vielleicht ein besseres Modell für uns gegeben? Und ja, normalerweise kannst du herausfinden, wer du selbst warst, durch deine Träume. Aber du wirkst sehr langsam in diesem Leben. Stan wird langsam muss irgendwie ungeduldig werden mit der Zeit hier. Und drehen wir von Stan, lässt er dich inzwischen schon irgendwelche Aufgaben für dich erledigen? Bis du von ihm freibrichst und dein eigenes Leben lebst? Er hatte vermutlich darauf gehofft, dass die Polizei deine Aufzeichnung findet, bevor ich es tue. Egal was du tust, geh nicht zur Polizei. Ich weiß, du und ich haben unsere Probleme gehabt in der Vergangenheit. Aber, und ich weiß, du hast keinen Grund, mir zu glauben. Aber du kannst mir glauben. Dieses Mal. Treff mich um 3 Uhr morgens. Beim Snake Pit. Ja, ich kellner wieder. Und die Richtungen sind auf der anderen Seite der Note. Yours truly, ja, dein Glaube. Sollen wir mit dem Glauben sprechen?
Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen hier, weil ich nicht weiß, wie das ankommt. Aber was ihr davon haltet, ob ihr mehr davon haben wollt, weil ich das auch immer sehr kritisch ansehe. Es ist sehr tief und meine, die direkten englischen Übersetzungskünste sind von mir nicht so großartig. Aber ich lasse euch mal entscheiden. Wollt ihr vielleicht mehr davon? Soll ich dieses Spiel weiterspielen? Oder sagt ihr, nee, das ist jetzt nicht so meins. Du kannst das gern privat spielen, aber so zum Zuschauen ist das jetzt nichts. Ich kann mir vorstellen, dass es spannend ist, so als kleine Story, die erzählt wird. Und ja, vielleicht können wir es auch, man kann es ja auch eventuell so spielen, dass ihr die Entscheidung trifft. Sollen wir uns mit unserem Glauben treffen, wenn es einen weiteren Part gibt? Soll oder sollen wir die Polizei rufen? Es ist eure Entscheidung.